Und damit hallo und herzlich willkommen zu Crime Scene Simulator und der nervigen Müllabfuhr draußen, die natürlich genau dann in diesen Straße einbiegen musste, sobald ich auf Aufnahme gedrückt habe. It's Jim. My daughter got herself in a little bit of trouble. She will contact you soon and I need you to help her. Do well and obviously you'll get paid like always. Was beschwerst du dich? Oh. Alter. Seit wann kann ich hier raus? Was geht denn jetzt ab? Oder habe ich hier eben gesessen und habe das Bier getrunken und bin dann rein? Ich dachte, ich bin... Nee, Moment. Ich habe Dart gespielt dabei. Ich habe hier gesessen. Nee, das ging gar nicht. Hä? Ich muss aber hier gesessen haben, weil von hier aus habe ich Dart gespielt. Oder ich habe gestanden von mir aus. Keine Ahnung. Es ist heute etwas verwirrend. Wir gehen auf jeden Fall mal nach unten, da wir da leider nichts machen können. Aber cool, dass wir jetzt endlich mal wissen, wie das Ganze draußen aussieht. Du scheiß hässliche Puppe, du erschreckst mich jedes Mal. Elena, Schätzelein, ich vermisse dich. Hallo Papa. In letzter Zeit fühle ich mich etwas schlechter. Es ist frustrierend, wie schwach mein Körper sich manchmal anfühlt. Und ich muss den ganzen Tag im Bett bleiben. Ich muss mich mehr ausruhen, um wieder auf die Beine zu kommen. Aber die Ärzte sagen, es könnte noch etwas dauern. Ich vermisse dich sehr und wünsche wirklich, ich könnte nach Hause kommen, um bei dir zu sein. Ich weiß, ich muss mich erst erholen, denn sonst lassen sie mich nicht gehen. Aber ich bin stark. Warte einfach noch ein bisschen auf mich. Ich kann Dexter doch nicht hängen lassen. Ich hab dich lieb. So, Amber. Mit keiner schlechten Missionsbezahlung. Party ist vorbei. Hey, ich bin Amber, Big Jims Tochter. Ich brauche deine Hilfe. Ach du Schande, das sind dann die Gene, die übergesprungen sind, oder wie verstehe ich das? Ich brauche deine Hilfe, Herr Kowalski. Also, da war diese Party bei mir und wir hatten ein paar brandneue, coole Drogen, um den Spaß zu steigern. Aber lol, das Zeug war echt krass und alle sind irgendwie ausgerastet. Irgendwie bin ich eingeschlafen. Dann bin ich aufgewacht und alle waren tot. Aber naja, kannst du mir helfen? Dad meinte, du solltest es wahrscheinlich tun, aber kein Druck. Es ist ein Sommerressort, das mir mein Daddy gegeben hat und ich will keinen Ärger, weißt du? Übrigens, tote Körper riechen echt mega übel. Mach, was du tun musst. Verbrenn sie, zerstückel sie, löse sie in ein Fass auf, wirf sie in einen Fluss, mir egal. Hauptsache, niemand findet es heraus. Na, die kennt sich ja schon ziemlich gut aus, ne? Ich weiß ja nicht, wie alt die Tochter ist, aber... Mein lieber Scholli... So, so, Amber. 9 Opfer haben wir da und es ist wohl relativ groß wieder. Ja, ich habe ein wenig Angst vor dieser Dead's Cave. Vor dieser Party. Okay. Wo ist Hundi denn eigentlich? Ich will Hundi noch Tschüss sagen. Schätzelein ist nicht da. Oder wartest du im Schlafzimmer auf mich? Na, das auch nicht. Ist der mit sich selber Gassi gegangen? Ach, das war das Badezimmer. Oh, Hundilein. Who's a good boy? Ja, du vermisst sie auch, ne? Aber wie hast du dich dann danach wieder hier eingeschlossen? Ich lass dir mal die Tür auf, okay? Dann kannst du... nee, ich wollte nicht ins Schlafzimmer gehen. Dann kannst du nochmal mit dir selber Gassi gehen. Papa muss mal eben eine Party bereinigen. So, Party ist vorbei. Yes. It'll be a long night. Kapitel 7. Party ist vorbei. Who would have thought? Like father, like daughter. This whole party didn't even really seem necessary. Ganz mein Reden. Ganz mein Reden. Aber... Sieht wirklich sehr weitläufig aus. Aber man muss trotzdem sagen, schönes Anwesen soweit. Ich meine, ich habe ja noch keine Leichen gesehen bisher. Hier, aber irgendwas... Oh Gott, ich wusste es. Hier spukt es auch schon wieder rum. Jetzt mal Frage an die Entwickler. Ist das hier irgendwie so ein Fun-Ding? Oder
Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, fangen wir mal direkt hier draußen an. Okay, ich könnte mal am besten noch die Lampe aufstellen, oder? Ah ne, hier ist noch Fleck. So. Sieht so ein bisschen aus wie Graffiti irgendwie. Wenn man nicht wüsste, dass es Blut ist, sieht es gar nicht so schlimm aus. Get this party started. Yeah! Ja, so kann man Luftballons kaputt machen. Das wäre cool. Brauche ich die gar nicht erst wegzuräumen. Also. Oh, schade. So geht's nicht. Nee. Moment. Das geht auch nicht. Kann man die nicht. Moment, 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 Moment. Ich habe doch hier mein. Nein, nicht du! Obwohl, ja doch, ich muss dich eigentlich auch hinstellen. So. Cleaning proceed. Greetings. Mortal. Was für ein Ding? Hallo? Hallo. Achso, ich habe die Stimme gewechselt. Das wusste ich gar nicht, dass das geht. Refreshing the air. Ja, genau. Refresh du mal die Air. Also. Cleaning is my passion. Ja. Wenn das deine Leidenschaft ist, ist alles gut. Alter, was sind das für Luftballons, die du noch nicht mal mit einer Axt hier kaputt machen kannst? Welche kann ich denn? Die auch nicht. Ich kann nur die kaputt machen, aber die kann ich auch mit dem Strahler kaputt machen. Obwohl. Nein, jetzt macht das doch nicht weg. Ah. Wir machen erstmal hier die Luftballons alle weg. Dann sieht das nicht mehr so nach Party aus. So, oh, hier oben fangen die Blutflecken. Oh, pff, ich sollte vielleicht nicht woanders hingehen. Alter, ist das weitläufig? Ja, guten Tag, was ist mit dir passiert? Party like there's no tomorrow. Ja, so könnte man das vielleicht auch nennen. Ich glaube allerdings, für die Leute von der Party gab es dann keinen Morgen mehr. Aber gut, das ist natürlich immer Ansichtssache, ne? Das Geld nehmen wir schon mal mit. Ich glaube, das braucht keiner mehr von den Leichen. Ja. Ich glaube, das war jetzt nur Wein. Gehen wir mal hier so hin. Und machen da mal eben Screenshot von. Wir brauchen ja auch. Alter, was habt ihr denn hier gemacht? Eine Rampe für Skateboarder oder was? Eieieiei. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, ganz ehrlich. Liegt überall Müll und sonst noch was herum. So. Ich konnte die nicht aufheben, oder? Aber ich denke mal, es soll auch kein. Was war denn das jetzt für ein Ding? Cleaning is my passion. Ja, Cleaning ist dein Passion. Super. Warum hängt da hinten eine blutige Couch? Ich glaube, ich will es gar nicht wissen. Ich muss hier echt mal ein bisschen systematischer vorgehen, glaube ich. Das ist ja schrecklich. Okay. Also, wir nehmen das Ding jetzt erstmal mit. Just a little more effort and room will be ready. Ne, hier ist aber alles nur. Hier ist alles nur Müll, ne? Nehmen wir das erstmal. Holy moly, what were they cooking? Ich habe keine Ahnung. Hier ist ein Feuerzeug, aber. Kann man nicht aufheben, kann man auch nicht einsammeln. Work. Also kein Beweisstück und. Ja, gut, ein Beweisstück, ne? Abgesehen mal von Brandsetzung. Brandsetzung? Kann man das so sagen? Was willst du sonst mit dem Feuerzeug machen, um jemanden zu ermorden, ne? Brandstiftung. So. Nein. Stell hin. Nimm. So. Alter. Es ist auch alles Blut hier. Wieso habe ich das vorher nicht gesehen? Ah, Moment. Da muss ich da mal eben hier. Geht ja gar nicht. Wo habe ich den denn? Air purification complete. Das ist schön, dass das komplett ist. Ich sollte dich vielleicht schon mal woanders hinsetzen. I can remove up to 99% of harmful particles from the air. Na klar, was du mich hier die ganze Zeit zu? Moment mal. Ich setze dich mal eben woanders hin.
What a journey. Ich bin mir nicht sicher. Das ist das Haus. Das heißt, als nächstes werde ich wahrscheinlich erstmal hier hingehen. Initializing process of purification. Optimal. Macht er das auch, wenn der auf dem Boden liegt? Ich glaube nicht, ne? Wo habe ich das Ding jetzt? Wo habe ich das Ding jetzt fallen lassen? Hier. Ach, ich weiß gar nicht, wo. Ist hier irgendwo überhaupt ein Wasseranschluss? Direkt vor meiner Nase, da hinten, okay. So, gut. Dieses Anwesen, bin ich ganz ehrlich, überfordert mich gerade ein bisschen. Das ist so groß. Ey, mit sowas habe ich jetzt gerade gar nicht gerechnet. Gut, sie hatte was geschrieben von wegen Sommerhaus oder so. Und, ja, Mafia halt, ne? Ich meine, ist klar, dass das dann... Alter, jetzt schon? Ist klar, dass das dann... Ah, hier. Moment, das kann ich so nicht machen. Schade. Man hätte es ja vielleicht auch... Aber das ist auch wieder unlogisch, ne? Wenn ich das umgeschnallt habe und dann hätte ich das einfach so machen können. Also auffüllen können. Du bist noch nicht ganz sauber, oder? Ist da drunter irgendwas? Alter! Ist das dein Ernst? Hallo? Warum kann ich hier kein Dings vormachen? Kein Screenshot? Das ist kein Screenshot. Jetzt. Kriegen wir das auch nochmal in nah hin? Nee, wollen wir nicht. Schade. Oh, immer diese Quietsche-Entchen hier. Was haben wir denn hier? Das nehmen wir doch mit. Okay. Also ich weiß nicht, was die Entwickler mit Quietsche-Entchen hatten, aber sie sind anscheinend genauso fasziniert davon wie ich, weil sie irgendwie an jeder Ecke anbringen. Ich find's cool. Bombenleger, Quietsche-Entchen, Quietsche-Entchen mit Messern, normale Quietsche-Entchen. Ich glaube, mehr habe ich jetzt noch nicht gesehen. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich kann mich zumindest jetzt nicht mehr dran erinnern. Vielleicht hat man noch eine, die eine Pizza gegessen haben oder so. Ich weiß es nicht. Oh, und da stand wirklich drin, dass ich das damit schneller machen kann. Das dauert nämlich hier auf den Steinen doch ziemlich lange. Ja, weil das Ding jetzt da steht, oder was willst du mich jetzt? I should clean it first. Ja, aber wo soll ich denn? Dein Ernst? Wieso sieht man das dann nicht? Nun gut, was haben wir hier? Mädels! Anne, Mädels, er benimmt sich komisch. Was plant er, Marie? Süß, ich habe eine Idee. Wir können alle gleichzeitig unsere Gedanken schreiben. 1, 2, Anne, 3. Nicht gesendete Nachrichten. Hat er eine andere? Was plant er? Hat er eine andere? Ach so, du stehst schon richtig, glaube ich. Cleaning procedure finished. Hab ich mich jetzt gerade erschrocken? Musst du mich hier so erschrecken? I'm ready for more work. Naja. Sehr schön, dass du für neue Arbeit fertig bist. So. Oh, halt. Moment. Da ist noch ein kleiner Fleck. So. Dann. Schauen wir mal. Hier sind auch so ein paar kleine Flecken. I can remove up to 99% of harmful particles from the air. Mhm. Ist gut. So, vorher müssen wir das auf jeden Fall erstmal hier. 18% Müll, das ist zwar schon schön, aber... Obwohl 29%... was habe ich jetzt gemacht? Das war kein E. 29% Blut ist leider nur der Außenbereich, gehe ich mal stark von aus. So... Mal schauen, was uns gleich erwartet, sobald wir die Tür aufmachen. Oh, da lag ja noch ein Leiche drauf, stimmt.
remove up to 99% of harmful particles from the air. Das ist toll. Mädels, Anne, Mädels, der benimmt sich so komisch. Was plant er? Das ist doch genau das Gleiche, aber von der anderen wahrscheinlich dann, ne? Burned to a crisp. She must have been caught in an explosion from the campfire. Tja. Ach, da ist noch eins umgekippt. Ist schon ein cooles Anwesen soweit, aber... Das wieder los. Kannst du nicht einfach mal in den Wagen rein? Also, dass das so blöd backt, das finde ich immer sehr, sehr nervig. Wenn ich jetzt ehrlich bin. Das nervt mich wirklich. Wenn können wir die Sachen hier nicht einfach wegwerfen? Warum ist das denn jetzt hier schon wieder? Oh, verstehe warum. Gut, machen wir das mal eben mit der Hand. So. Feuerzeug willst du immer noch nicht nehmen, ne? Das sieht doch schon besser aus. Okay. Oh, Hallöchen. So. Wo kommst du denn hin? Da hinten nicht, oder? Ich stelle das mal hier hin. Ich weiß jetzt gerade nicht so... Ja, nicht so, wo es jetzt eigentlich hingehört. Achso, Moment, das hatte ich jetzt... eigentlich deswegen gemacht, meine ich. Ja, natürlich. Natürlich. Ach komm, ah nee, komm, ich laufe jetzt durch. Weil ich glaube, von der Ecke weiß ich jetzt nicht, wie viel ich da noch kriege. Das war die falsche Ecke. So. Einmal weg. Alter, hier gibt's Werwölfe? Oh mein Gott. Also ich weiß ja, dass es hier Spukhäuser gibt, aber... Werwölfe, da bin ich jetzt gerade ein bisschen mit überfordert. Nicht hochgehen, warum? Okay, wer hat denn hier so rumgemacht? Also die Eulen sind mir jetzt lieber, aber die Werwölfe, die ich jetzt gerade gehört habe. Ich bin mir nicht sicher. Das nehmen wir noch gerne an. Das ist wegen dem hier, glaube ich, oder? So. Alter! Das hört sich ja brutal an hier. Geh mal runter. Warum muss der so labern die ganze Zeit? Als ob jetzt gleich ein Werwolf hinter mir steht und mich jetzt angreift. Gibt's da noch irgendwas? Nee, ne? Es war gerade dunkel hier. Ja, wir haben es verstanden. Nur ein Ferienhaus, deswegen gibt es hier nichts, ne? Also, außer das Geld, was ich eben gefunden habe. Ja. Auch nichts. I can remove up to 99% of harmful particles from the air. Beweise sammeln, das gilt aber auch für draußen, ne? Naja, das gilt auch für draußen.
Alter, was ist mit euch nicht in Ordnung? Ehrlich. Standby Mode activated. Da hat jetzt nicht wirklich einer gefilmt. Nicht da draufstellen. Oh, nicht da draufstellen. Moment. Ist da irgendwas eventuell, dass ich mich da draufstellen soll? Das würde mich jetzt mal interessieren. Ja, du kriegst ja gleich neue Arbeit. Lass mich doch erstmal hier weitermachen. Das ist ein Dreirad. Oh Gott, er wollte ein Spiel spielen. Ich verstehe. Okay. Stellen wir das mal hier vorne hin. I can remove up to 99% of harmful particles from the air. Come on, it's already filming. Fuck the steering wheel, come on. Don't try this at home, kids. Standby mode activated. Was ist mit dem hier? Ich bin mir nicht sicher, wo das hinkommt. Vielleicht stellen wir es einfach mal hier hin. Bei dem bin ich mir auch nicht so sicher, wo die hinkommen. Keine Ahnung. Also beim anderen war es ja zumindest so. Alter, stellst du dich nur mal gerade hin? Bei den anderen war es ja zumindest so, dass die irgendwie so einen festen Platz hatten, wo die hinkommen. Ich weiß jetzt nicht, ob das hier genauso ist. So. The one last landing. Ja, der hat eine gute Landung hingelegt. Gibt's hier eigentlich auch noch irgendwas? Standby mode activated. Kann man auf jeden Fall rum. Moment. Ist irgendwas, was ich kaputt machen kann? Die Frage ist, soll ich das kaputt machen? Was haben wir denn hier? Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte eher vielleicht, wenn ich Glück habe, an irgendwas wie, dass hier so ein Schein dazwischen hängt oder so. Aber holla, die Waldfee. Ja, ein netter Nebenverdienst. Ich würde nur gerne wissen, dieser Werwolf, den ich die ganze Zeit höre, ist das hier von dem Anwesen oder ist das einer, der nur in der Nachbarschaft hier rumgrüßt? Das würde ich nämlich schon gerne wissen. Okay, das ist zumindest kein... Dann komme ich hier aus. Och, was war das? Ja, verdammt, was für ein Vieh. Hä? Habe ich jetzt genug von den Brettern hier gemacht? Oder was war das? Oder kommt jetzt hier gleich der Werwolf? Das kann natürlich auch sein. Ich hätte mir vielleicht doch lieber die Taschenlampe freischalten sollen für diese Aktion hier. Habe ich eigentlich... War das mit C? Nee, ich habe gar keine Punkte mehr. Schade. Was hätte ich jetzt gesagt? Oh, was liegt denn da? Moment. Ja, guck mal. Oh, hier ist ein Baum. Okay. Da kommen wir nicht weiter. Aber zumindest eine Sache konnten wir noch stehlen. Das ist ja auch schon mal was. Und hier kämen wir sonst auch nicht rein, so wie es aussieht. Da gibt es Wasser. Hier ist echt kein Eingang sonst, ne?
Muss ich jetzt erstmal meine Sachen holen. Moment. Komme ich da jetzt auch durch? Ja. Dich brauche ich? Ach, du bist mal wieder leer. Okay. Moment, Moment, Moment. Also hier sind wir erstmal ganz durch, ne? Das heißt, das können wir erstmal mitnehmen. Wieso liegt das Ding jetzt hier? Oh mein Gott, die sind beide umgeworfen. Das muss der Werwolf in dieser Nachbarschaft sein. Der war hinter meinem Rücken hier vorne. Gar nicht gut. Da muss ich auch noch rein. Aber das Haus wollte ich jetzt... Ja, ich will eigentlich lieber eins nach dem anderen machen, ne? Moment, hier ist sogar abgeschlossen. Hm, da ist abgeschlossen. Heißt das denn, dass wir da auch nicht rein können? Da oben liegt noch was, was kaputt ist. Ach so, ich hätte da hochspringen müssen, so wie es aussieht. Moment, Moment, Moment. Also, erstmal. Hier unten haben wir auch noch Müll. Den habe ich jetzt eben vergessen. Alter, diese Geräusche. Es ist irgendwie, ist es seltsam. Ja, hallo, Quietscheentchen, warum fliegst du denn so? So. Die Frage ist jetzt... das war nicht so gewollt. Die Frage ist jetzt, komme ich von hier unten da dran? Oder muss ich tatsächlich da hochspringen? Ah ne, das geht auch so. Okay. Na gut. Aber ich könnte theoretisch darüber reinspringen. Also das würde doch gehen. Ja, Moment, dann machen wir das doch mal. Das ist nämlich das, was ich mich eben schon gefragt habe. So, wir dürfen zwar nicht hier hoch, aber wir machen es trotzdem. Alter, ich komme nur nicht da hoch. Aber ich kann rennen, ne? Ich hätte rennen müssen, glaube ich. Moment, Moment, Moment. Das kriegen wir schon hin. Ja, yes. Ich hoffe nur, dass das jetzt nicht das Schlafzimmer des Werwolfs ist. Dann habe ich ein Problem. Hier ist auch wieder nicht drin. Will ich mitnehmen? Ah ja, die ich mal mit einem goldenen Fußball nehmen wir doch sofort. Nehmen wir sofort. Was haben wir denn hier? So. Oh, wir hätten so oder so hier reingemusst, sehe ich gerade. Aber jetzt habe ich natürlich das Ding... Ja, das ist jetzt geil. Ah, ich habe das Ding draußen. Aha. Kann ich mich hier wenigstens hinstellen? Hab ich hier irgendwo ein Wasser? Hier nur draußen, ne? Verdammt. Okay, dann müssen wir uns hier ein bisschen den Weg frei machen. Oder auch nicht. Ja, um Leichen kümmern wir uns jetzt gerade leider nicht kümmern. Das ist auch schon wieder voll. Whoop. So, jetzt aber. Moment. Also. Fangen wir mal von vorne an. Wir haben den Schwamm. Den müssen wir erstmal wieder Vordermann bringen. Dann haben wir den. Der ist auch ganz dreckig. Ja, ist ja gut. Dann wird er das jetzt hier... Ja, war mir klar. So, wo habe ich das Ding jetzt hingelegt? Hier. Das ist auch noch recht voll. Da ist jetzt kein Blut mehr dran. Okay. Aber... Na, ich würde sagen, dass wir hier erstmal ein bisschen aufräumen.
no littering. But what exactly counts as litter? Ja. Das gehört für mich auch zum Müll. Ich soll ja hier bestimmt auch ein bisschen aufräumen, damit der nicht so mitkriegt, dass hier eine Party gemacht wurde, oder? Okay. Ja, ihr Lieben. Die Folge könnte noch ein bisschen länger dauern. Also ein bisschen Übermaße haben. Aber das haben wir jetzt mittlerweile schon festgestellt, dass das ja öfter mal passiert hier bei diesem Spiel. Nur ich möchte es halt, ehrlich gesagt, schön cutten. Also sprich, jede Aufgabe quasi, jedes Kapitel so in einer Folge. Mhm. Das ist schon weg, oder was? Okay, dann stellen wir hier erstmal das Ding hin. Achso, Moment. Erstmal können wir die Leiche entsorgen. Das wäre dann 3 von 9. Okay. Ja, ich schätze, im Haupthaus sind wohl noch ein paar mehr. Dann links bin ich mir jetzt nicht sicher, ob da jetzt auch noch was war. Wo ist denn? Hä? Ach, da oben. Oh. Was macht das denn da oben? Aber auch ohne Säuberung geht das jetzt ziemlich gut. Also diese Vorsäuberung mit diesem Ding, meine ich. Alter. Was war das denn, was hier Glas hatte? So, das haben wir, das haben wir. Die müssten wir wahrscheinlich dann hier so hinstellen. Nein, und schon wieder ein Quietsche-Entchen im Pizzakarton. Eieiei. Also mir ist das ja schon sehr oft aufgefallen, dass hier überall Quietsche-Entchen sind, ne? Aber hier sind irgendwie besonders viele, habe ich so das Gefühl. So, ich möchte auch keine Luftballons hier irgendwie hinterlassen. Nein! Ach, das wollte ich doch gar nicht. Das wollte ich. So, damit ich die Couch hier wenigstens an ihren Fleck wieder hinstellen kann. Was ich nicht kann, weil ich im Weg stehe, natürlich. Nein! Irgendwann schaffe ich das nochmal. Ach, da hinten gehört das hin. Okay, verstehe. Hier direkt schon mal. Oh, halt. Halt. Da war doch gerade was. Okay. Nee, das Ding habe ich draußen stehen. Wenn der kommt, ich bin bewaffnet. So. Eieiei. Das hier alles? Sind das Vasen, die zu Bruch gegangen sind? Oh Gott, das ist ja überall. Sache, wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, das sind Künstler, die hier irgendwas dran gemalt haben. So. Er benimmt sich komisch. Ja, das ist dann das dritte Handy davon. Das heißt, das waren wohl die drei Mädels, die wir jetzt gerade hier gesehen haben.
Achso, das ist ein Fenster. Ich wollte gerade sagen. Okay. Hier, das sieht mir auch so ein bisschen blutig aus. Vielleicht hier so draufstellen. Hallo? Bleibst du denn auch da drauf? Haben wir noch ein bisschen drin? Ne, das ist ganz leer. Na toll. Ah. Dann müssen wir nochmal auffüllen. Nun gut, die Krähen sind mir aber irgendwie lieber, die zu hören, als die ganze Zeit dieses Wolfsgeheul. Da oben ist doch irgendwas. Ach, das ist die Lampe. Ah, okay. Okay, okay. Das ist ein Fernseher, ne? Ja, mach mal. Something is blocked away. Ja, wäre ja auch zu schön, wenn du das einfach hinstellen würdest, damit ich besser an den Müll komme, der da drunter liegt. Aber nein. So, wenn ich jetzt schon mal dabei bin, dann mache ich schon mal den Stuhl dahin. Frage ist nur, wo ist der zweite Stuhl? Achso, der ist da hinten. Ich sehe schon. Den müssen wir mal eben... Schon wieder eine Küche. Okay. Wie viele Küchen haben die hier? Wobei, naja, dieses Ferienhaus, sag ich mal, scheint ja doch... Achso, da habe ich die alte. So. Scheint ja doch irgendwie ein Ferienanwesen, sag ich mal, zu sein. Also wo tatsächlich mehrere sind, ne? So. Schauen wir mal. Hier irgendwas drin ist, aber da fehlt noch eine Schublade oder ist das so gemacht? Ah, sehr schön. Ach ja, wenn das so weitergeht, glaube ich, ist es bald an der Zeit, dass ich mich krank melde hier. Ich kann keine Leichen mehr sehen. Nein. Ich glaube auch nicht, dass der eine Krankmeldung akzeptieren würde. So. Das ist soweit okay. Da oben gehen wir auch gleich noch hin. Nein. Das ist auf jeden Fall kein Müll. Okay. Das scheint soweit auch okay zu sein. Moment, war das? Da bin ich oben rein. Nee, da bin ich vorne rein. War ich jetzt hier eben in der Küche? Wo ich schon alles durchsucht hatte? Aber da lag keine Pizza drauf, oder? Bin mir jetzt gerade echt nicht sicher. Nee, und da war kein Badezimmer hin. Das definitiv. Hm, hier kann man nichts öffnen. Na gut. Nicht, dass sie irgendwo hier gekotzt haben oder so, ne? Den kann man leider auch nicht benutzen. Nun gut. Ich denke, aber hier ist soweit alles okay. Mal hier oben. Ah, ne, von hier oben bin ich ja gekommen, ne? Da bin ich ja runtergesprungen, genau. Da war auch nichts mehr, woran ich mich erinnern konnte. Okay. Nee. Runter. So, das heißt, das müsste soweit abgeschlossen sein. Moment, der Balkon. War ich da auf dem Balkon? Ich war da nicht auf dem Balkon, oder? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Nee, doch, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich war hier nicht drauf. Theoretischerweise müsste ich sogar von hier aus... Zack. Ah ja, hier war ja sowieso offen. Ja. Ach so, da war sowieso offen. Ja klar, dann wäre ich da ja auch reingekommen. Okay. Ah,
Ah, wieder clever von mir, natürlich. Natürlich. Weiß nicht, ob die hier gearbeitet haben, keine Ahnung. Wir machen hier erstmal eben die Lampe hin. Oder auch nicht, weil die mal wieder nicht stehen bleiben will. Stell dich doch einfach gerade hin, Mann. Du stehst doch neben dem Ding. Mann. So. Hier habe ich doch gerade noch da, genau. Gott sagen, hier habe ich doch gerade noch irgendwas gesehen. Da kann man nichts öffnen. Ah, Beweismittel. Guys, we're so drunk right now. Perfect time for a podcast. So freaking drunk. You can't really work while sober. You're so smart, dude. I love you, bro. Tommy, what happened? I'm coming for you. Oh. Never in a million years I would have guessed what happened here. Echt jetzt? Ja, natürlich musste das jetzt mal wieder passieren. Man kann ja auch nicht einfach mit dem Strahler dran vorbei. So, was ist das hier? Achso, das ist wieder so. Warum haben die überall Schilder, dass man da nicht rumlaufen darf? Ich meine, dass sie da Schilder haben, dass man da nicht drauf stehen darf und so weiter, das scheint ja schon ganz sinnvoll, auch wenn das offenbar keiner von denen beachtet hat. Was ist das denn für ein Ding da hinten? Geht's da links noch rein? Da komme ich raus, oder? Muss ich gleich mal gucken. Hier ist auf jeden Fall kein... Ach, hier wäre noch Wasser. Guck mal. Das doch direkt mal packen wir mal eben ein, weil anscheinend ist hier nichts mehr. Ach, das ist ein Messgerät, glaube ich, hier, ne? Ich wollte gerade sagen, da sehe ich doch gerade noch was. That's a one way to get through the job. Mehr ist da nicht, okay. Ja, ich lasse auch immer meine Bücher mitten im Wasser liegen. Also beziehungsweise im Becken. Kein Thema. Wie mache ich das denn? Moment, ich mache erstmal die Leiche weg. Kann ich den vielleicht hier so... Natürlich kann ich das nicht. Oh, Leute. Ja, dann laufe ich halt den Umweg. Ist okay. Wäre für mich jetzt schöner gewesen, wäre ich jetzt hier einmal, ne, aber... So, um dich kümmere ich mich später. Ach, der kann man wieder raus, quasi, okay. Hier war auf. Moment, ist das ein Baumhaus? Ich muss das hier gar nicht. Oh, da oben ist auch noch. Okay, verstehe. Gut, dass ich es mitgenommen habe. Hallo? Hallo? Oh, da sind direkt zwei. Wo ist das Ding denn jetzt? Ich hab dich doch gerade erst aufgenommen. Will ich mich jetzt verarschen? Jetzt. Here I thought I've already seen everything. Ich bin ja nicht so zimperlich. Das nehmen wir mal direkt mit. Jetzt habe ich natürlich die Lampe unten stehen. Kann ich dich da irgendwie runterstoßen? Nee, ne?
Problem ist, ich habe hier oben keinen Wasseranschluss. Alter. Bald mal wieder irgendwas anfixiert, ist es wieder weg. Eieieiei. Nein! Okay. Fällt leider nicht runter. Schade. Dann packen wir das mal ein. Are you an angel? Because you fell from heaven. Warum sagt er das in dem Moment, kurz bevor ich den runterwerfe? Oh, scheiße. Das wollte ich doch gar nicht. Aber ich muss ja sowieso nach unten fürs Bad. Moment. Müssen wir den nehmen? So. Komme ich denn jetzt hier wieder? Was ist denn? Hinten war der Müll, oder? Moment, was ist das denn hier? Muss ich gleich nochmal in Ruhe gucken. Oh. Hallo? Ich sehe nichts. Hä, wo bin ich jetzt gelandet? Hä? Geht's noch? Da wollte ich doch gar nicht hin. Ich bin dahin gesprungen. Wieso geht der jetzt da nicht mehr hin? Oh, Leute. Och. Ist das nervig, hier hochzukommen? Achso, ich hätte... ich hätte natürlich Dings mitnehmen können. Die Lampe mitnehmen können. Nein! Nicht loslassen. Ich wollte doch nur Q drücken. Okay. Hier haben wir auch noch was. Hier sonst noch irgendwas mehr, ne? Den nehmen wir mit. Ist denn hier noch irgendwas? Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass man da vielleicht irgendwas... die Müll runterbringen kann oder so. Ich habe keine Ahnung. Ja, ich weiß, da hinten habe ich auch noch alles zu tun. Das Problem ist, ich sehe halt nichts. Warte mal, wieso steht jetzt hier eigentlich... Können wir den irgendwie wegmachen vielleicht? Ja. Nee, schade. War jetzt nur ein Versuch wert. Da ist auch nichts hinter. Da hatten wir aber, glaube ich, schon eine Sache gefunden vorhin, ne? Ja, wahrscheinlich war das dann alles hier. Da sind noch Luftballons, die darf ich nicht vergessen. Achso, und die Leichen darf ich nicht vergessen, stimmt. Aber ansonsten war, meine ich, alles soweit in Ordnung hier. Ah, die Stufen hier sind nicht ganz... Naja. Ehrlich gesagt, ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob der Stuhl oben... Der Müll ist klar...
Aber hier steht nichts mehr von wegen Möbel richtig rücken oder so. So, wir stapeln euch mal eben hier. Das war das Licht von hier. Ach so, halt, Moment. Bevor ich hier nicht mehr zurückkomme. Ach so, das geht nicht. Oh, dein Ernst jetzt. Ich könnte theoretisch hier rüberspringen, glaube ich. Aber das machen wir jetzt nicht. Ich würde sagen, wir entsorgen jetzt erstmal die Leichen, damit die hier nicht so rumfliegen. Da ist noch ein Luftballon. Und ich glaube, da war auch noch irgendwie Müll drin oder so. Alter, wir sind bei 30% Blut. Wollt ihr mich denn verarschen? Ist das euer Ernst? Ja, toll. Ich denke, die können zu dritt jetzt reingemacht werden. Jetzt schafft er das nur zu zweit. Super. Hätte ich es auch direkt da rauswerfen können. Naja. Gut. Entsorgen wir das auf jeden Fall erstmal noch. Damit wir halt nichts vergessen können, ne? So, die Leichen. Und bevor ich die bevor ich die zweite Leiche hole, glaube ich, sollte ich nochmal kurz da reingehen wegen dem Müll, sonst vergesse ich den nachher. Ich kenne mich ja. Ja, es war so klar. Ist der jetzt verschnürt? Ich glaube ja, ne? Vielleicht habe ich ihm das Rückgrat gebrochen. Ich bin mir nicht sicher, aber verschnürt ist er. So. Irgendwo hier. Zack. Aber sonst sehe ich hier nichts mehr außer dem Wasser. Okay. Gut, das hier scheint eh alles umgeworfen zu sein und so. Da das interessiert die, glaube ich, nicht so. Moment. Das können wir noch mitnehmen. That must have been some huge blast. Und das. Ist hier noch. Was ist das denn? Oh. Ach, hier geht's noch weiter. Oder? Nee, jetzt. Und hier geht's hoch, oder? Oder komme ich jetzt wieder zurück? Nee, hier komme ich wieder zurück. Was ist das denn? Ich komme hier nicht durch. Wieso komme ich da nicht durch? Dahin. Oh, dein Ernst jetzt? Oder muss ich mich ducken? Moment. Achso, ich muss mich ducken. Alter, was? Oh. Single Ladies, erlebe die tragische Liebesgeschichte. Was zur Hölle? Oh, willst du mich heiraten? Oh, ohne Kassette. Trauriges und fröhliches Lied von Alindo. Inklusive Drogenversteck. Schalte aus. Also anscheinend wird hier Musik abgespielt. Wir hören das natürlich aus lizenzrechtlichen Gründen jetzt nicht. An meine liebste Anne. Von dem Moment an, als ich dich sah, ist mein Herz eine tickende Zeitbombe gewesen, die auf eine unvermeidliche Explosion der Liebe herunterzählt. Ich kann die intensiven Gefühle, die durch mich strömen, kaum zurückhalten. Jedes Mal, wenn ich dein Lächeln sehe, es ist, als ob es einen Funken gibt, der einen Feuersturm in mir entzündet. Deine Anwesenheit ist wie Dynamit, kraftvoll und fesselnd, fähig, meine Welt auf die schönste Weise auf den Kopf zu stellen. Von dir getrennt zu sein, fühlt sich an wie das Entschärfen einer Bombe ohne Anleitung. Es ist unerträglich und nervenaufreibend. Ich sehne mich nach deiner Berührung, deinem Lachen, deinem Alles. Und wenn wir zusammen sind, fühle ich einen Rausch, der mächtiger ist als jede Explosion. Das könnte vielleicht allerdings auch an den Drogen liegen. Also hier bin ich und gestehe dir meine Liebe, dein aufrichtiger Thomas. Ja. Till the death.
do us part. Ich bin mir nicht sicher, ob sie das überhaupt gesehen hat. Aber cool. Ich wollte eigentlich nur noch Luftballons suchen, aber was man da alles so bei findet, das ist ja lustig. Okay. Ich glaube, das müssen wir woanders hinstellen. Aber, ach so, hier, die Luftballons habe ich gesehen. Und dann bin ich aber daneben gegangen. Ah, okay. Okay. Ja, cool. Aber ganz ehrlich, welcher normale Mensch würde jetzt da hinten in der Ecke gucken? Das ist krass. So, was ist denn hier überhaupt? Kann ich... Oh, Moment. Oha. You should leave hiding the evidence to trained professionals. Ja, vielleicht nicht unbedingt einfach in die Mülltonne tun. Das ist schon richtig. Hier ist auch noch Blut. Wieso habe ich das vorher nicht gesehen? Moment, da liegt noch Geld. Aber sonst ist es nur das Blut. Wieso habe ich das vorher nicht gesehen? Hallo? Mann, nimm es doch einfach. So. Ich hoffe jetzt nicht, dass da noch Blut drin ist oder so. Hier drin ist noch mal Wasser, das ist schon mal gut. Okay. Hier haben wir auf jeden Fall kein Blut mehr gehabt. Die Bereiche haben wir intensivst untersucht und gesäubert. Alter, ich habe den Swimming Pool vergessen. Oje, oje, oje. Nein, da ist erstmal noch was Blut. So, stell den erstmal so ein bisschen so hier hin. Danke. Nein, hinstellen, habe ich gesagt. So. Dann machen wir das jetzt hier erstmal etwas sauber. Vielleicht kriegen wir die Dinger dann auch hier hingestellt. So. Ja, ich stehe jetzt im Weg, oder? Ja, ist mal klar. Okay. Hier oben ist sonst kein Blut mehr, so wie ich das sehe. So. Dann... The Getaway-Mörder. Ja, super. Naja, gut, aber es ist wahrscheinlich irgendwie von Daddy oder so, oder? Nehme ich mal an. Die Stühle. Doch, Moment, hier ist ein Stuhl. Okay, der wäre tatsächlich da gewesen. Der wäre auch da gewesen. Ich habe doch irgendwo... Ach, hier unten ist noch einer. Ich wollte gerade sagen, irgendwo hatte ich doch auch noch einen Stuhl gesehen. Das war aber, glaube ich, jetzt nicht der hier, aber... okay, Moment. Machen wir es anders. Die brauchen wir nicht mehr. Gut. Ach ja, wie kommt man nur auf so eine scheiß Idee, ganz ehrlich. So. Die Frage ist jetzt, muss ich das jetzt so aufräumen, als ob quasi nichts gewesen ist? Also keine Party und nichts? Oder muss ich das nur so aufräumen, dass die Leichen... Achso, warum laufe ich jetzt dahin? Dass die Leichen alle weg sind. Das ist jetzt die große Frage. So, ich sehe aber immer noch nicht... Ach doch, da hinten! Da hinten kommen die ganzen Fässer hin. Ah. Aber ich kann noch nicht da hinten durch, weil da ist noch alles voller Blut. Moment. Lalala. Ich muss mir hier zumindest erstmal eine Schneise durchmachen. So. Nein. Oh, bleib doch mal hier. Ich will doch nur auf Q drücken. Nein, nicht da runterfallen. Arschloch.
Ach ja, da war ja noch eine Leiche. Okay. Okay, okay. So, Moment. Einmal. Da war noch ein Stuhl, aber die haben wir jetzt komplett mittlerweile. Zweimal. Vier brauchen wir unten. Wo hatte ich die denn jetzt nochmal hingestellt? Beziehungsweise, wo sind sie hingefallen? Jetzt ist da auch noch eine... Lag der jetzt nicht woanders? War der Werwolf wieder da? Ich sehe nichts, wenn ich das Ding so vor der Nase habe. Hallo? Oh, nicht in den Pool springen. Nicht in den Pool springen. So, okay. Drei, denke ich mir mal, fehlen mir jetzt noch. Das heißt, da hinten ist noch eins. Und ich denke mal, da müssen wir wegen weiterem mal gucken, wo die hier verstreut sind. Da darf ich. Wieso darf ich das hier nicht? Der stand doch... Der stand doch auch richtig. Hä? Muss ich das verstehen? Gibt's hier irgendwas? Kann ich den Pool irgendwie wieder anmachen oder so hier? One's never too old to have fun, huh? Wie Partyhaus freigeschaltet. Da ist schon wieder Quietschhähnchen. Okay, also keine Ahnung. Tun wir das mal da rein. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwas machen kann. Warte mal. Wenn ich da reingehe. Partyhaus. Das ist aber dann das Haus freigeschaltet, oder? Ich bin mir nicht sicher. So, Moment. Bevor ich jetzt da runtergehe, werde ich das nochmal kurz aufladen. So, wir wollen ja gut gerüstet sein für den Pool, ne? Kann ich schon fast von oben machen. Okay. Da ich nur hier nichts... Ah, siehst du. Ich wollte gerade sagen, nichts verpassen möchte. Noch die Lampe. Schwubbeldi-dupp. Die Lampe hierher. Zack. Oh, wie viele Quietschhähnchen hier rumliegen. Hier ist auch schon wieder Bier drin. Was will man bitte mit Bier im Wasser, also im Pool? Vor allem die Kombination trinken und dann schwimmen ist immer eine ganz, ganz dumme Idee. Das ist eine ähnlich dumme Idee wie trinken und Autofahren. Die meisten kriegen das nämlich nicht in der Kombination hin. Ach, die haben den Roller genutzt? Ach, die haben den nicht genutzt, also kein Skateboard oder so, um da runter zu fahren, sondern die haben den Roller benutzt. Um da, also da hochzufahren quasi und dann hier in den Pool reinzuspringen oder was? Wie bescheuert ist das denn? Oh mein Gott. Okay. Da ist Wasser, aber das ist drin und ich bin noch nicht so weit, dass ich da reingehen kann. Ich wollte gerade sagen, habe ich hier nicht noch... Ah, das ist doch scheiße. Ach, das ist ein Ball. Das ist gar nicht... Ah, okay. Na gut, na gut. Den können wir jetzt natürlich nicht entsorgen. Aber die kaputt zu machen, ist irgendwie eine gute Entsorgung. Eine effektive und schnelle Entsorgung auf jeden Fall. So, wir waren unten noch nicht ganz fertig, ne? Genau. If
I had a dollar for every time I had to clean blood out of a bowl. Was? Wenn ich einen Dollar... Ich habe es jetzt gerade leider nicht gelesen. Wenn ich einen Dollar dafür hätte, jedes Mal, wenn ich was sauber mache? Ein Ball? Ich habe es nicht so mitbekommen gerade. Ich glaube, das können wir mitnehmen. So. Dich nehmen wir auch mal mit. Dich nehmen wir auf... Ah, das ist noch ein Fass. Stimmt. Mal den. Ja, Roller. Roller ist doch immer in Schwimmbecken drin. Alter, ist das denn ernst? Jetzt sag bloß, nee. Es hat nicht gepasst wegen dem Drehen. Wieso nimmt er das denn hier nicht an? Also das hier kann ich noch verstehen. Das ist ja jetzt aus Versehen rausgegangen, aber das verstehe ich jetzt auch nicht, warum der das jetzt hier nicht... Hä? Alter, willst du mich hier eigentlich verarschen? Das war doch eben noch alles grün. Ich muss es manchmal nicht verstehen. Ehrlich. Gut. Den Roller. Ich glaube, das interessiert irgendwie keine Sau. Dann. Hallo. Wäre ganz schön, wenn du den benutzen würdest. Ich sollte mal endlich angewöhnen, das andersrum zu machen. So sieht man die Sachen halt besser, finde ich. Wenn das Bier jetzt kaputt geht, ist mir jetzt egal. Hauptsache, der Tisch ist sauber. Den Rest können wir dann ja... Oh! Papa wird aber, glaube ich, nicht so sehr erfreut darüber sein, dass hier so viel zu Bruch gegangen ist, ne? Ich hab's gefunden, das Bad. Hä? Ist doch tatsächlich einer reingegangen, der blutüberströmt war? Und wollte sich duschen oder was? So, dich füllen wir schon mal auf. A rave full of dead people. A raveyard. Da hinten hängt jetzt einer. Alter, was war denn hier los? Jetzt mal ganz ehrlich. Das ist doch nicht normal. So. Ich meine, das ist alles nicht normal, was wir hier so bekommen, ne, muss ich dazu sagen. Das sind ja keine normalen Umstände hier. Aber das, keine Ahnung, was das jetzt hier ist. Das sieht mir ja echt gerade... Vor allen Dingen, ich verstehe die Logik auch nicht so ganz. Was war denn das gerade? Alkohol oder Drogen? Also jetzt im Sinne von... Oh, warum kann ich das denn jetzt schon wieder nicht dran schieben?
Wegen dem scheiß Ding, was hier liegt, oder was? So, das ist mal. Jetzt stehe ich natürlich im Weg. Ja, ja. Das ist klar. So, da brauche ich 4 Stück. Einmal. Zweimal. Da ist noch ein dritter. Also, ich würde sagen, wir gucken. Och ja, natürlich kriegst du das wieder nicht hin. Wir gucken erstmal hier weiter. Bevor wir da reingehen. So. Hat mich mein Näschen dann doch nicht getäuscht. Das ist Lulametta. Ja. Dann schauen wir erstmal hier draußen. Oh, was ist das denn? Da habe ich Spaß dran. Ja. Party ist vorbei. Party ist vorbei. Luftballons müssen auch weg. So. Alter, wenn ich so ein Anwesen hätte, ne, ganz ehrlich. Da wird keiner drauf sterben, das verspreche ich. Also, man kann sowas natürlich nicht versprechen, weil es kann natürlich immer mal jemand einen Herzinfarkt bekommen oder sowas. Im schlimmsten Fall. Aber... ja, also da würde ich für sorgen. Definitiv. Sich noch Geld. Ja, ist okay, ist okay. Natürlich. Oh, ihr könnt mich doch mal. Dann nehme ich erstmal Geld. 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 Das brauchen die Toten jetzt eh nicht mehr. Das ist kein Geld. Nee, so, huh. Fight for your right to party. Lass 30 Ballons platzen. Ich hab doch gerade gar keinen platzen lassen. Hä? Okay. Aber die anderen lassen wir auch noch platzen. Ich hab da Spaß dran. Ich hab das zufälligerweise jetzt mal nicht wegen der Errungenschaft gemacht, sondern weil ich da Spaß dran hatte. Aber wenn es da eine Errungenschaft für gibt, umso besser. Ich verstehe nur nicht, warum das jetzt... ach, da ist das Ding. Ich verstehe nur nicht, warum das jetzt gerade kam, obwohl ich gar nichts gemacht habe in dem Moment. Oder es war ein bisschen zeitverzögert. Das kann natürlich auch sein. Man weiß es nicht. So, muss ich so nehmen. So. Junge, du bist hier irgendwie ein bisschen extrem die Couch am... vollsabbern, wollte ich gerade sagen. Das ist, warum du nicht suspicious drugs or any drugs for that matter. Ja, Drogen sollte man generell nicht nehmen. Da oben ist noch ein Luftballon gewesen. Also vom Bio-Kaffee mal abgesehen. Gilt ja auch quasi unter Drogen. Aber nicht unter solchen Drogen, muss ich jetzt dazu sagen, natürlich. Wenn ich jetzt von Drogen spreche, dann rede ich wirklich von richtigen Drogen, ne? Heftigen Drogen wie, keine Ahnung, Gras, Marihuana, sowas in der Art. Ich hab null Plan, ich kenne mich damit nicht aus. So. Och, ist das dein Ernst? Ja, komm, das... können wir das nicht auch mitnehmen? Wenn hier eh schon mal alles zu Bruch geht. Ich den ganzen Mist hier noch wegräumen muss. Ich komme mir so ein bisschen vor wie Hausmeister Krause. Fehlt jetzt nur noch der Dackel, der jetzt mit mir hier rumläuft. Alles für den Dackel. Alles für den Club.
Für den Club der Tatortreiniger. Eieiei, wenn ich mir vorstelle, ich wäre so eine Aufräumtruppe, ne? Das ist ja so scheiß viel Arbeit. Was war denn das hier? Ach, das war eine Zigarette. He'd empty the trash can first. Dein Ernst? Ich will eine Zigarette da rein tun und du sagst mir, ich soll erst den Mülleimer leeren. Als ob die jetzt so viel Platz wegnehmen würde, jetzt mal ganz ehrlich. Hat sie doch nicht mal alle hier. Das können wir auch wegräumen. Ich wollte gerade noch sagen, Papa soll ja nicht denken, dass hier groß eine Party gefeiert wurde. Aber er hat ja, glaube ich, gesagt, sie soll mich anrufen, ne? Wenn ich mich richtig dran erinnere. Ja, wenn Töchterlein Party feiert, dann kann das schon mal sein, dass ein paar Leute sterben. So ist das nun mal in der Mafia-Familie. Irgendwoher muss man ja seine Gene haben, ne? Ja? Das sieht gut aus. Komm, dich mal hier noch mit weg. So. Gut. Dann nehmen wir den mal mit für drin. Beziehungsweise dich packen wir mal ein. Ich hoffe, dass das jetzt... Ja, das Fass fehlt halt noch, ne? Das ist klar, aber... Ich denke mal, das wird drin irgendwo sein. Kann ich das hier eigentlich aufmachen? Ja. Ach, guck mal. Da ist es schon. Ach, da sagst du gerade was. Ich habe doch irgendwo hier gerade noch... Da war noch ein Luftballon. Ich lasse euch doch so gern platzen. Den kriege ich nicht zum Platzen. Na gut. Dann halt nicht. Dann halt nicht. So. Stellen wir erst einmal die Lampe hier hin. Du siehst irgendwie ziemlich eigenartig aus. Aber okay. Wo ist das Ding jetzt hin? Da. Ich kann mir ja nicht helfen, aber das sieht irgendwie so aus, als ob das, als ob da jemand nachgeholfen hat. War das vielleicht der Freund von ihr? Das könnte natürlich sein. Der sich so komisch verhält. Im Ernst jetzt? So. So geht's auch. Achso, das war's gar nicht. Ach, da gibt's noch ein Zimmer. Ach du Scheiße. Wie viele Räume hat denn das hier bitte? Ich weiß nicht so genau, was der da am Hals stecken hat, aber es sieht irgendwie seltsam aus. Weil es sieht halt so ein bisschen, ne, wie so eine Hinrichtung aus. Und da alle Mädels vorher eindeutig, naja, was heißt eindeutig gesagt? Gesagt hat es, glaube ich, keiner. Aber da die das so... So, das machen wir erstmal weg. Damit ich hier mal vernünftig durchlaufen kann, ohne dass hier alles umfällt. Die können wir vielleicht auch schon mal nach drüben bringen hier. Jetzt bitte so, dass ich es reinstellen kann. Oh, danke. Endlich. Jetzt ist da auch nichts mehr. Okay. Achso, stimmt. Da fehlt noch ein Stuhl. Ein Stuhl und hier fehlt ein Tisch. Der war hier. So. Einmal da rein. So, du warst leer. Genau, da musste ich jetzt erstmal hier rein. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt erstes anfangen soll, ganz ehrlich. Soll ich das rechts machen? Soll ich das links machen? Ich denke mal, hier ist wahrscheinlich... Ach, da hinten geht es auch noch weiter zur Küche. Oh mein Gott.
39% Blut habe ich erst weggewischt. Ja, was kommt denn da noch? Was kommt denn da noch? Und wo bist du denn noch dreckig? Wahrscheinlich von der anderen Seite aus, oder? Also ich kann mir nicht helfen, aber ich finde, dass das irgendwie ein gutes Coverbild ist. Keine Ahnung. Ist das hier eigentlich das kein Secret? Ich glaube, der hat ein bisschen zu viel getrunken hier. Na gut, wir kümmern uns erstmal hier drum. So, kunstvolle Dinger hier an der Wand. Dich machen wir erst nochmal voll, glaube ich, bevor ich da weitermache. Ja, es ist nervig, aber... Na? Na, wir werden ja gleich sehen, was das für ein Beweismittel ist. Was er da am Hals stecken hat. Ich mir den Weg dahin gebahnt habe, heißt das. Ah, das? Ah, okay. Genau wie ich mir schon gedacht habe. Ah, da sind Gemälde hinter. Haha. Achso, das war gar kein Luftballon. Moment. Ein Apfel? Alter, ist das dein Ernst? So besoffen können die gar nicht gewesen sein. Wie gesagt, also es hat mich jetzt eher an eine Hinrichtung erinnert, als ich reinkam. Naja, so besoffen ist gut. Ich meine, die werden auch noch Unmengen an Drogen genommen haben, nehme ich mal an. 76% Blut ist weg. Ah, da gehen wir gleich hin. Ist doch kein Pfeil, oder? That was a Bolzen. Move. Ach so, also war es doch in der Hinrichtung. Mm, okay. Ja, natürlich. War ja wieder klar. Ich will eine Sache kurz machen. Und schon ist das Wasser leer. So. Ich gehe nämlich stark davon aus, dass der gute Herr hier, wie gesagt, der Ex-Freund ist. Now, Robin Hood? Auf den die Mädels so ein bisschen sauer gewesen sind. Oder was heißt, also mittlerweile Ex-Freund, ne? Vorher war es kein Ex-Freund. Der sich jetzt ein bisschen komisch verhalten hat. Gehe ich mal stark von aus, dass der das ist. Mach's dir bequem. Eine Leiche fehlt noch. Hm. Nun gut. Achso, klar, ich habe ja hier links noch eine. Soweit nichts. Stellen wir das mal hier hin. So. Oh, das Ding ist auch geplatzt. Okay. Ja, es war so klar. Aber dafür komme ich besser hier rein. Was haben wir denn da links liegen? Sehr schön. Nehmen wir uns gleich mit. 95% Blut ist hier noch mehr. Ich weiß, hier sind noch Sachen, die ich nehmen kann, aber... Hm, ist hier noch Blut?
Oh, wieder ein Bolzen. Was hat der denn gemacht, Mädels? Jetzt mal ganz ehrlich. He must have tried to sleep through the pain. Tja. Ich bin nur froh, dass ich zumindest jetzt keinen Werwolf mehr höre. Der scheint sich verflüchtigt zu haben. Nachdem der ein bisschen mit den Bierfässern gespielt hat. Vielleicht hat er auch ein bisschen was davon getrunken, wer weiß. So, Leichen habe ich alle. Müllsäcke sind klar. Die sind wir natürlich noch nicht. Den Müll muss ich noch weiter loswerden. Also, sprich mit anderen Worten. Auf gut Deutsch muss ich noch einsammeln. Ja, natürlich ist das Ding jetzt voll. Das heißt dann für mich, gibt es dann in der Küche irgendwas? Ah ja, da ist noch Blut. Okay, ich habe nicht gefragt. So, pack mir erstmal die ganzen Scherben ein. Das heißt aber auch, dass wir bald durch sind. Das ist schon heftig. Einen Beweis müssen wir noch sammeln. Ach, hier ist auch noch ein bisschen Blut, okay. Kümmere ich mich auch gleich drum. Ja, sehr gut. So. Das müssen wir wahrscheinlich irgendwo draufstellen gleich noch. Dann Geld. Die verlieren aber auch immer Geld, ne? Ich kann mir nicht helfen, aber wahrscheinlich wollten die irgendwie die Mädels beeindrucken oder so, haben ganz viel Geld mitgenommen. Oh, jetzt geht das wieder los. Okay. Zack. Was für ein Massaker hier in der Küche. Wobei da auch Blut bei ist, ne? Nein! Wie geil! Oh, diese Hinweise, beziehungsweise diese niedlichen, ne? Verweise auf die Quietscheähnchen. Ich finde das so cool. Da ist schon wieder Geld drunter. Ach, hier ist schon wieder ein Quietscheähnchen mit. Ich wollte eigentlich nur Q drücken. Halt. Ja. Machen wir auch noch weg. So. Dann müssen wir hier gleich auch noch das Ding holen zum Sauer machen. Den Beweis haben wir auch gefunden. Sehr schön. Lass mal gucken. Das haben wir schon gemacht. Das müssen wir noch. Och, schieb's doch mal bis zum Ende. Oha, Hallöchen. So, vielleicht komme ich so besser an den Blutfleck dran. Stellen wir das mal hier vorne hin. So. Ja. Das richtig rum. Ah, es geht nicht wegen der Bierflasche, glaube ich, ne? Die sammeln wir mal hier drin. So, zack. Ich glaube auch irgendwie nicht, dass du hier vorne hingehörst. Ich glaube eher, dass du irgendwo nach... Alter, hallo? Na komm, dann lassen wir dich halt so da drin liegen. Das andere ist ja auch nur eine schmale Tür, ne? Na ja, da hatte ich recht, das kommt auf den Tisch. Ist auch gar kein Kronleuchter, ne? Das ist irgendwie so ein Shisha-Ding oder sowas. Na gut, das ist jetzt kein richtiger Tatort. Also Tatort ist es schon. Jo, schnapp dir deinen Style, denn Atarak steht kurz davor, uns auf einen kosmischen Trip zu schicken. Mach dich bereit, denn wir starten zu den Sternen. Krass. Okay, ich war zu oft auf irgendwelchen Kirmessen, ich merkte schon. Gut. Das stellen wir mal hier einfach ein bisschen zur Seite.
Das können wir nicht öffnen, so wie es aussieht. Ich glaube, das sollten wir lieber mit der Hand machen, ja? Ich mache ja selten was mit der Hand, ich gebe es ja zu, aber das wäre, glaube ich, ganz gut. Zwei Stühle hinten fehlen noch. Hier ist noch ein Stuhl. Wo ist denn der zweite Stuhl hin? Da ist keiner. Hm. Da ist er. Also nicht der Stuhl, sondern, ne? Was ich gesucht habe hier. Den Bruchreiniger. Das mache ich gleich mit der Hand. So, das ist zu viel. Ah, guck mal. Aha. Who cares? Morgen, viel. Who cares? Wo bist du, M8? Candyman, hör zu, das ist kein schwacher Scheiß. Candyman, das ist deine neue Produktionslinie. Ach so, es wird dich umhauen. Who cares, K? Candyman, keine Ahnung, was das heißen soll. This answer certainly explains itself. Das erklärt zumindest, warum das hier alles so außer Kontrolle geraten ist. Nun gut, natürlich, wenn ich einen Teil eingesammelt habe, ist das Ding schon wieder voll. So, aber ansonsten muss ich sagen, habe ich hier doch bisher schon ziemlich gute Arbeit geleistet. Die sind nicht kaputt. Was sind das hier eigentlich? Keine Ahnung, kann ich sammeln, aber was das genau ist, weiß ich auch nicht. Erdbeeren und Zitrone. Oh, hier liegt auch nochmal Geld rum. Das kann man doch nicht einfach hier so liegen lassen. Ach so, das ist ja weggegangen, ne? Nee, das wollte ich nicht. Q wollte ich drücken, so. Okay, da hatte ich schon geguckt. Dann schauen wir hier natürlich auch mal eben. Ah, siehst du? Wusste ich's doch, wenn die draußen schon überall Geld rumfliegen haben. Nein, sie ist doch bestimmt in irgendeiner Schublade. Oh, oder sogar hier drunter. Hä? Okay. Warum muss man sowas unter der Spüle hängen haben? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. So, Kühlschrank können wir nicht benutzen. Ach, das sind Biergläser. Ich habe die ganze Zeit gedacht, das wäre eine Vase. Ach, kann das sein, dass bei dem da hinten, also der ist ja nicht mehr hier, dass da... Ja, 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 da war auch noch ein Stuhl. Okay. Und ich habe das eben, wo ich gesagt habe, ich nehme es mit, gar nicht mitgenommen. So, was haben wir denn hier? Dich nehmen wir schon mal mit. Weswegen bin ich jetzt hier auf die Seite gekommen? Ich bin mir nicht sicher. Ach so, wegen dem, glaube ich, war ich hier. Ich weiß es nicht mehr so genau, keine Ahnung. Eine Bibel. Ja, nee, ist klar. Warum haben die größten Verbrecher eigentlich meistens eine Bibel da? Ich meine, so viel Sünden, wie die begehen, ganz ehrlich, da hilft es nicht mehr, wenn man dann irgendwo eine Bibel rumfliegen hat. Und ich gehe mal nicht davon aus, dass die gläubig sind. Außer vielleicht, dass sie noch an Blut glauben oder sowas. Aber hier komme ich jetzt aber nicht raus. Ne? Nicht, dass hier noch irgendwie... Aber ein Geheimnis oder so habe ich jetzt auch nicht mehr gesehen. Zwei Geheimnisse hatte ich ja. Hier war doch noch ein Stuhl, oder? Nee. Wo habe ich den denn gesehen? Draußen? Nee. Moment, hier fehlt mir ein Stuhl. Oder? Doch, hier fehlt mir ein Stuhl. Und da drin fehlt mir ein Stuhl. Bin ich denn doof? Ich habe doch eben noch die zwei abgezählt, die ich brauche.
hab den doch gerade aus dem Nebenzimmer mitgenommen. Oder? Doch, den habe ich mitgenommen. Hä? Bin ich doof? War eine rhetorische Frage. Aber trotzdem. Hä? Kann man das auch kaputt machen? Oh, ups. Da ist aber auch kein Stuhl. Da hinten habe ich die alle dran, das weiß ich. Ha. Jetzt muss ich hier überall wegen zwei Stühlen rumlaufen. Das ist ja doof. Also klar, erstmal mache ich jetzt den Müll weg, ne, damit ich, upsala, damit ich das nicht auch noch vergesse. So. Aber wo zur Hölle sind jetzt die beiden Stühle? Also den einen hatte ich ja die ganze Zeit schon nicht gefunden. Aber ich meine, ich hatte eben zwei von diesen größeren Runden gezählt. Swimmingpool ist auch keiner. Hier war jetzt auch keiner drin, oder? Naja. Hä? Das macht einen ja schon nervös, wenn man gerade so ein Spiel spielt und dann im Hintergrund die ganze Zeit die Polizei hört, ne? Ich meine, ich habe die ganzen Beweise und Leichen und alles, habe ich hier alle bei mir auf dem Wagen. Selbst wenn die jetzt hier drin nichts mehr finden, ich denke mal, es ist ziemlich klar. So, werde den Müll los. Müllsäcke entsorgen. Ist der jetzt da drüber gefallen oder was? Willst du mich jetzt veräppeln? Ist hier kein Platz mehr oder was, weil zu viele Leichen? Ah, geht doch. Werde den Müll los. Jetzt geht das auch noch los. Boah, ist nicht dein Ernst, ne? Dass ich jetzt irgendwo was Kleines übersehen habe mit dem Müll. Okay, immerhin das. Aber was mache ich jetzt mit den Stühlen? Wie sehen... Ach, Moment. Guck mal einer an. Einen Stuhl habe ich gefunden, aber wo ist der andere jetzt? So. Ich habe doch hier eben... Ich bin doch nicht total doof. Ich habe doch hier eben den Stuhl gesehen. Das war einmal hier, der hier war. Den habe ich aber mitgenommen. Und dann war doch einer in der Küche, aber der ist jetzt weg. Hä? Das ist doch jetzt nicht wahr. Wo soll der denn sonst noch sein? Der muss ja dann doch theoretisch irgendwo in der Nähe sein, oder nicht? Hier habe ich soweit alles. Ich meine, hier lagen überall irgendwelche Stühle rum, ne? Aber das war so ein Couchstuhl, sage ich mal. Wenn ich jetzt den Werwolf wieder höre, wenn ich hier durchlaufe. Kann ich das Spiel nicht abschließen, weil irgendwo ein Stuhl fehlt? Wollt ihr mich denn veräppeln? Schon wieder ein Quietschentchen. Habe ich das schon gesehen? Ich weiß es nicht. Hier ist jetzt auch keiner irgendwie eine Ecke oder so, ne?
können die doch auch nicht weggenommen haben, oder? Ist hier irgendwo ein Stuhl drin gewesen? Nee. Was sollen die auch hier drin mit einem Stuhl? Hä? Muss der doch rein theoretisch irgendwo in den Büschen rumliegen, oder nicht? Boah, ich muss mir echt mal hier diese Taschenlampe freischalten, die man am Körper tragen kann. Das ist ein anderer Stuhl. Das ist auch ein anderer Stuhl. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Bin ich denn deppert oder was? Vor allem, wie gesagt, ich hatte doch gerade noch einen Stuhl. Beziehungsweise zwei Stühle. Ich verstehe es wirklich nicht. Oder ich habe den vielleicht nicht gesehen. Da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Alter, ist das dein Ernst? Er muss aber auch wirklich genau gucken hier bei so einem Mist. So, jetzt aber. Oh mein Gott. Alle Aufgaben erledigt. Ich glaube, ja, ich hab jetzt alles, ne? Drinnen, draußen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich vielleicht irgendwie noch ein Geheimnis hätte lüften können. Bin, soweit ich das weiß, überall drüber gesprungen und so. Ich weiß nicht, was hiermit ist. Hier kommt man aber nirgendwo rein, ne? Nee. Ich würde sagen, ich fahr dann mal. Ja. Ich wüsste sonst nichts, was wir noch. So many signs. No one to care. Tja, das ist mir auch aufgefallen. So, mal schauen. 100% Blut. 100% Müll. 100% Möbel. Alle Beweise. Das ist ja irgendwie klar. Leichen sind alle entsorgt. Jetzt geht's ans Eingemachte. ...11.500 allein der Deal. 8.500 nochmal dazu gestohlen. Ist doch schon mal eine schöne Summe. Jetzt aber das, was mich am meisten interessiert. Natürlich fehlt die dritte Kassette. Aber immerhin haben wir mal beide Geheimnisse, beziehungsweise alle Geheimnisse gefunden. Aber wo ist jetzt die Kassette noch gewesen? Frag mich das jetzt nicht. Wahrscheinlich irgendwo komplett versteckt unter diesen Dingern in diesen kleinen Schuppen. Da war jetzt wahrscheinlich noch eine Kassette. Ich habe zwar extra Q mehrfach benutzt, aber er hat mir nichts angezeigt. Ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Finde dein Handy. Ich glaube, da will sich jemand bedanken. Aber bevor ich das jetzt vergesse... dafür haben wir sogar 14 Punkte bekommen. Geil. Geil, geil. Bevor ich das vergesse... Nee, unter Werkzeug... Moment, ich hab... Ich hab eine Taschenlampe, die ich am Körper trage. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, cool. Kapazität von Müllbeuteln, die hätte ich gern, ja. Erhöht die maximale Anzahl kombinierter Müllsäcke. Das machen wir jetzt auch mal so. Oder habe ich das...
Ach, das ist nicht aktiviert. Ah, ich verstehe, ich verstehe. Dann machen wir das auch so. Zusätzliche Lampe brauchen wir jetzt im Moment noch nicht unbedingt. Reinigungsmittel haben wir jetzt so ehrlich gesagt noch nicht groß mitgearbeitet. Das haben wir alles soweit drin. Das haben wir drin. Erhöht alle Statistiken. Das wären jetzt genau 3 Punkte. Ja, komm, dann machen wir das jetzt mal eben. So, dann hören wir uns mal eben an, was vermutlich Diddy zu sagen hat. Da. I knew I could count on you. My daughter always gets into trouble and makes some kind of mess. That's when I come in handy. The greed is dead in the world. But I'm sure you know how daughters are, don't you? He must think we're the same. But surely we're not. Unlike him, I don't have any other choice. Or do I? Das weiß ich nicht. Das kommt darauf an. Ich sehe übrigens gerade, wenn er doch auch ein Dart-Dings hat. Aber hier klappt das auch nicht. Schade. Na gut. Oder muss ich weit wegstehen irgendwie? Schätzelein! Good boy. Ja, wer hat denn brav auf mich gewartet? Ja, und mit diesen fantastischen Ausblick hier. Werde ich jetzt erstmal die Folge für heute beenden. Haben wir uns das eigentlich schon mal angeguckt? Moment, Moment. Ach so, das ist die, verstehe. Aber die ist jetzt älter, ne? So wie ich das verstanden habe. Die ist jetzt irgendwie 7 oder so. Ich weiß es nicht mehr genau. Da ist nichts drin. Und die Frau ist ja verstorben, haben sie, glaube ich, am Anfang gesagt, ne? Ja, dann würde ich sagen, wie gesagt, mit diesem wundervollen, knuffeligen Anblick hier, machen wir jetzt erstmal einen kleinen Cut und dann schauen wir mal in der nächsten Folge, was noch alles so auf uns zukommt. Ich bin auch mal gespannt, wie lang es überhaupt noch geht. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und bis zur nächsten Folge. Ciao!